was habe ich im März wieder aufgebraucht? Ich zeige euch heute wieder die Dinge, die ich im März aufgebraucht habe und sage euch auch, ob ich sie gut oder schlecht fand. Da sind diesen Monat auch wieder einige Dinge dabei, die ich noch nie benutzt habe, also bleibt gespannt. Bevor wir jetzt aber loslegen, abonniere auf jeden Fall den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du dich für Naturkosmetik, Nachhaltigkeit und Minimalismus interessierst, denn dann bist du auf diesem Kanal richtig. Die Frosch-Sensitiv-Dusche, die erwähne ich eigentlich jedes Mal. Ich habe aber dieses Mal auch die Winter-Macadamia-Creme-Dusche benutzt und die habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal gehabt. Ich finde sie super, super toll. Das ist aber halt immer nur so ein Winterding. Die gibt es immer nur so zu einer begrenzten Zeit. Das finde ich sehr, sehr schade, denn ich liebe den Duft wirklich total. Für meinen Sohn aber trotzdem immer noch weiter das hier, denn das brennt auch am wenigsten in den Augen. Er mag das unheimlich gerne, also besser als jedes Bübchen und Co. für Kinder, kann ich total empfehlen. Was ich dann außerdem auch aufgebraucht habe, ist von Lidl mal das Toilettenpapier und das wollte ich euch zeigen, denn das ist wirklich aus 100% Recyclingfasern. Das finde ich sehr, sehr toll, weil ich die letzte Zeit, habe ich euch ja schon mal erzählt, darauf geachtet habe und auch das von Edeka zum Beispiel, das ist auch nicht aus 100% Recyclingfasern und ich bin so selten bei Lidl, muss ich sagen, weil ich kein Lidl hier in der Stadt habe. Aber da muss ich sagen, dass jetzt ab jetzt jedes Mal, wenn ich zu Lidl fahre, dann werde ich da auf jeden Fall auch Toilettenpapier mitnehmen und dann vielleicht auch direkt irgendwie 2, 3 Packungen, denn ich muss sagen, das finde ich wirklich sehr, sehr toll. Das ist etwas, dafür muss absolut irgendwie kein neues Papier oder sowas verbraucht werden. Also mein absoluter Tipp für Toilettenpapier, fahrt zu Lidl. Was ich auch aufgebraucht habe, ist von Ecofreude der Allzweckreiniger. Ich habe den jetzt nicht so zum Putzen benutzt, sondern in Wischwasser zum Beispiel. Ich habe mir aber auch einen Reiniger immer damit selber gemacht. Ich habe eine alte Flasche genommen und habe den reingetan und habe das dann alles mit Wasser verdünnt. Also habe ihn einfach sehr stark verdünnt, im Badezimmer benutzt, zum Beispiel immer für Waschbecken, auch für Toilette und so. Und ich muss sagen, ich mag den wirklich sehr gerne. Der riecht sehr, sehr angenehm und auch wenn ich hier wische, wird alles damit gut sauber und es hinterlässt halt einfach wirklich so einen schönen Duft. Ich muss sagen, ich würde ihn jetzt aber nicht nochmal nachkaufen. Nicht, weil er nicht gut funktioniert, sondern weil ich jetzt gerade schon was anderes austeste. Das habe ich euch aber schon mal in Vlogs erzählt. Weil ich ja eben Holzböden habe. Und das Blöde finde ich halt einfach immer, dass wenn ich hier mit Wischwasser gemacht habe, dass ich das hinter wegkippen musste und für den Holzboden nochmal wieder extra Wischwasser machen musste mit einem anderen Reiniger, weil dieser Allzweckreiniger natürlich nicht für die Holzböden geeignet ist. Und da war ich schon auf der Suche nach etwas, was ja für alles geeignet ist. Das finde ich dann sehr viel praktischer so für den Alltag, als wenn man jetzt so 10 verschiedene Reiniger im Haus hat und das Wasser immer wieder wechseln muss und so. Aber trotzdem, wenn ihr euch so einen Reiniger zum Beispiel fürs Bad machen wollt oder sowas, dann kann ich den echt total empfehlen. Ich mag das ja, solche Allzweckreiniger zu haben und sich damit dann eigene Bad- und Küchenreiniger und sowas zu machen. Es hält nämlich sehr viel länger und man verbraucht auch sehr viel weniger Putzmittel, weil man selber entscheiden kann, wie viel Wasser man zugibt und wie viel Putzmittel man zugibt. Und das ist nicht nur fürs Portemonnaie gut, sondern auch für die Umwelt. Was ich diesen Monat auch aufgebraucht habe und was nicht ganz so nachhaltig war, das sind Taschentücher. Ich habe mir so eine Taschentuchbox geholt, beziehungsweise ich glaube letzten Monat auch schon. Ich habe es euch einfach nur nicht gezeigt. Das hat folgenden Hintergrund. Immer wieder, wenn ich meine Brille putze, muss ich sie hinterher auch trocken machen. Und ich habe das eine ganz lange Zeit mit Toilettenpapier versucht. Das funktioniert nicht vernünftig. Dann habe ich andere Taschentücher genommen und das hat einfach irgendwie immer total geschmiert. Auch mit anderen Tüchern, die ich hier zu Hause habe, immer wenn ich versuche, die Brille trocken zu putzen, dann sind so mega krasse Schlieren da drauf, dass ich nicht vernünftig durchgucken kann. Und diese Kosmetiktücher sind das. Das sind gar keine Taschentücher, das sind Kosmetiktücher. Die funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Ich bin jetzt schon auf der Suche nach welchen, die auch aus Recyclingfasern sind. Da habe ich bislang aber immer nur welche gefunden, die dann zusätzlich mit Aloe Vera und sowas alles sind und mit solchen Zusätzen schmieren die eigentlich immer wieder, weil die ja irgendwie so ein Balsam oder sowas drauf haben und das ist dann wieder nicht geeignet, um die Brille vernünftig zu putzen. Also falls ihr da irgendwie einen Tipp habt, wie macht ihr eure Brillen sauber, ich finde es fürchterlich. Ich finde es total fürchterlich, auch wie manche das machen, irgendwie im Pullover oder sowas. Ich kann das nicht. Dann ist das sowas von schlierig und verschmiert und so. Ja, ich weiß nicht, da habe ich noch nicht so das Optimale für mich gefunden. Ich habe zwar so ein Brillenputztuch, aber selbst
damit funktioniert das nicht vernünftig. Da habe ich leider noch nicht die optimale Lösung gefunden. Also wenn ihr Tipps habt, gerne raus damit. Ansonsten, ja, ich werde weitersuchen, bis ich da welche gefunden habe, die aus Recyclingfasern sind und wo nicht irgendwie so ein Aloe Vera Balsam oder sowas drauf ist. Denn, ja, meine Brille muss ich halt putzen irgendwie. Wovon ich diesen Monat wirklich sehr begeistert war, war das Deo-Spray von Blütezeit. Das hat so gut gewirkt. Also ich habe das jeden Tag erneuert. Das hat so gut gewirkt, dass selbst wenn ich 2 Tage nicht duschen gegangen bin, das manchmal vom Vortag sogar noch gewirkt hätte, wenn ich mir das nicht nochmal neu unter die Arme gespritzt hätte. Ich war im vergangenen Monat jetzt auch nicht irgendwie groß Sport machen oder so, das muss ich dazu sagen, aber trotzdem so im Vergleich, ich habe ja schon so viele verschiedene Naturkosmetik-Deos ausprobiert, war das hier wirklich eins der besten. Ich bin so begeistert von dem. Das ist mit Bio-Wasserminze und Bio-Salbei-Extrakt. Minze und Salbei hatte ich schon mal, was Asthma angeht, so ein bisschen Probleme mit. Also ich habe gemerkt, ich sollte jetzt nicht unbedingt meine Nase komplett reinstecken, während ich frisch gesprüht habe. Da habe ich schon gemerkt, das war so ein bisschen unangenehm. Das hat aber nichts mit dem Produkt zu tun, sondern einfach mit meiner eigenen Unverträglichkeit. Aber es war trotzdem also so, dass ich es noch haben konnte. Ich konnte mich danach auch vernünftig bewegen, hatte keine Probleme oder so. Nur dieses so, ich sollte nicht unbedingt meine Nase in diesen frischen Sprüher reinstecken. Aber das habe ich dann einfach nicht gemacht. Und es hat so gut gewirkt. Also ich habe wirklich nie nach Schweiß gerochen. Ich muss sagen, durch dieses Format finde ich manchmal schade, dass ich mir einige Sachen dann danach nicht einfach wieder nochmal hole, sondern wieder was Neues ausprobiere, was vielleicht dann auch nicht ganz so gut funktioniert wie das vorherige. Ansonsten, ich kann es euch nämlich wirklich echt ans Herz legen. Ich finde es super. Aber man wird bei dem Format ja auch immer wieder überrascht. Ich habe mir das gleiche nämlich bei der einen Zahnpasta gedacht, die ich euch letzten oder vorletzten Monat, glaube ich, empfohlen habe, die so gut funktioniert hat. Und da habe ich auch gedacht so, ach, schade, dass ich mir die nicht einfach nachkaufen kann. Kann ich natürlich, aber ich möchte für dieses Format so Naturkosmetik für euch ausprobieren. Und ja, hätte ich das einfach getan, dann hätte ich das hier nicht ausprobiert. Das ist Zahnpulver. Das habe ich tatsächlich von meiner Freundin geschenkt gekriegt, weil sie das ausprobiert hat und das nicht mochte, denn das hat einen süßlichen Geschmack. Da ist kein Zucker drin, aber da sind so Zuckerersatzstoffe drin oder Süßungsmittel. Mich persönlich hat das jetzt nicht gestört. Also es ist halt einfach was anderes. Man hat danach nicht so diesen frische Kick im Mund. Aber komischerweise hat mich das bei der hier nicht gestört. Denn dieses Zahnpulver hat meine Zähne so sauber gemacht wie noch nie irgendwas anderes, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe so weiße Zähne wie, ich weiß nicht, seit wann das letzte Mal, ehrlich gesagt. Also ich merke das ja immer wieder, gerade so Naturkosmetik, Zahnpastas, die sind manchmal wirklich nicht so stark, die sind nicht so, ja, nicht so aggressiv, ist ja vielleicht auch irgendwo gut wegen dem Zahnschmelz und so, aber ich habe halt schon oft das Gefühl, dass die einfach nicht alles runterholen, was runter sollte. Ich habe oft das Gefühl, dass ich relativ gelbe Zähne, also bei manchen Zahnpastas wirklich gelbe Zähne habe, vom Kaffee trinken, dass es einfach nicht weggeht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass einfach wie so ein leichter Belag auf den Zähnen bleibt, wo die Zahnpasta das einfach irgendwie nicht schafft und die Bürste alleine halt eben auch nicht. Aber dieses Zeug hier, das ist wirklich wie ein Wundermittel. Also ich habe mich noch nie so sauber im Mund gefühlt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass es Pulver ist, ob alle in Pulverform so gut sind, das weiß ich nicht. Das ist das erste Mal gewesen, dass ich das so in Pulverform ausprobiert habe. Und ich habe in der Drogerie auch schon so Zahnputztabletten gesehen und ich glaube, die werde ich als nächstes ausprobieren. Ich habe jetzt gerade noch so ein kleines Pröbchen, so eine Zahnpasta vom Zahnarzt, die ich irgendwie aufbrauchen werde. Und danach werde ich, denke ich mal, auch mit sowas wie Zahnputztabletten und so auch mal weitermachen. Denn das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Das ist echt so mein Favorit des Monats. Eigentlich mit dem zusammen, aber das hier ist nochmal einen Tacken besser und nochmal mehr überraschend besser gewesen, als ich gedacht hätte. Ansonsten habe ich auch wieder selbstgemachtes Putzmittel aufgebraucht. Das mische ich mir im Moment mit Froschneutralreiniger und Wasser zusammen. Da komme ich im Moment wirklich super, super toll mit aus in der Küche. Ich liebe das und auch diesen Geruch. Und es eignet sich halt eben auch für Holz und für Steinflächen und so, also eigentlich für alles. Da bin ich im Moment sehr, sehr dankbar, dass ich diesen seifenartigen Reiniger gefunden habe, der mir ermöglicht, jetzt irgendwie nicht mehr 20.000 Reiniger haben zu müssen. Ich werde aber natürlich trotzdem auch weiter andere Reiniger für euch testen.
Wenn ihr da vielleicht irgendwelche Wünsche habt, was ich mal testen soll für euch, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten war es das für diesen Monat. Mehr habe ich tatsächlich nicht aufgebraucht. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das unterstützt den Kanal. Darüber freue ich mich sehr. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke. Neue Videos gibt es donnerstags und sonntags. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz, ganz wundervollen Tag und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.